Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 1. Juli, morgens um kurz vor 7. Wir haben 15 Grad und ja, man sieht, es ist nicht so schön, ne? Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag und bis später. Ich sehe nicht nur so kaputt und müde aus, ich bin halt heute auch. Also so ein lustloser Tag wie heute. Den habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Es ist den ganzen Tag am Regnen, mal ein bisschen weniger, mal hört er kurzzeitig auch auf, aber so generell irgendwie ist das immer am Sprühen von oben. Ja, und dann dadurch, dass das dann auch dunkler in den Räumen ist, ne, ist man so richtig so, ich glaube 16 Grad, da sind wir heute hingekommen bis dahin. Also Herbst, also wir haben heute richtiges Herbstwetter. Also da muss ich ja echt sagen, wirklich der Unterschied zwischen Sommer und Herbst und Winter ist ja doch heftig, ne? Also sobald Sonne da ist, ja, da stehst du schon mit guter Laune auf und hast Lust, was zu machen und rennst den ganzen Tag und dann, wenn dann so ein Wetter ist, so wie heute, so, nee, komm, hocke wir ein andermal machen. Ja, ich bin schon gefühlt seit 2 Tagen für die Lehrerin was am Basteln. Man würde meinen, da kommt wer weiß was bei rum. So viel ist er nicht. Aber ja, irgendwie auch da bin ich heute so ein bisschen antriebslos. Ja, heute war nicht wirklich viel. Der vorletzte Schultag. Die Kinder sind glücklich. Morgen ist der letzte Tag. Und da wird nur gechillt. Wird ruhiger angegangen. Und ja, dann beginnen ab Montag die Ferien. Also, das heißt, die kommen morgen nach Hause, Tonne in die Ecke und warten. Ja, aber das haben sie sich ja auch verdient, ne? Nach dem ganzen Homeschooling. Ja, da warten wir mal ab, wie das so wird. Genau, ja, aber heute war nicht wirklich, ne? Kinder zur Schule gebracht, dann hier ein bisschen im Haushalt gemacht. Dann war ich heute Morgen im Keller, habe dann versucht, was zu basteln. Dann habe ich die Karte auch hingekriegt, Kinder wieder abgeholt, Essen gemacht. Heute gab es selbstgemachte Hamburger. Ja, dann haben wir hier gesessen, dann kam der Udo irgendwann nach Hause. Dann haben wir noch gequatscht, dann hat er gemampfelt und ja, dann bin ich wieder im Keller und jetzt stehe ich hier. Wir haben jetzt 19 Uhr, ja. Das war schon wieder für heute so ungefähr. Ich werde jetzt euch die Karte einmal zeigen, bevor ich sie nämlich einpacke. Und ja, die Verpackung für die Schokolade bin ich auch noch am Basteln. Mal gucken, wie das so wird. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, so sieht's aus. Genau, dann zeige ich euch das jetzt einmal. Jetzt muss ich euch das leider Gottes auf meinem Handy zeigen. So sieht die Karte aus, vielen Dank. Und dann hat die Lehrerin von uns ein Zeugnis bekommen. Und ja doch, ich denke mal, die kommt sehr, sehr gut an. Nummer 1. Und hier haben wir eine Schokoladenverpackung. Genau, im schönen Sommerstyle. Mit Hibiskusblüten, Palmen und Ananas. Ja. Ich denke mal, da wird die Lehrerin sich drüber freuen. Guten Morgen. Wir haben heute Freitag, den 2. Juli, morgens um 7:15. Wir haben 13 Grad und da hinten könnte ein Stück Sonne sein. Mal sehen, wie lange sie bleibt, ob sie überhaupt wirklich rauskommt. Wir lassen uns überraschen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Freitag. Für uns ist heute der letzte Schultag. Dementsprechend früher aus als sonst und ja, und später noch ein, genau so sehe ich das auch, einen tollen Start ins Wochenende. Hast du keinen tollen Start in den Tag? Mecker Franz. Genau. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn die Sonne rauskommen würde, denn 30 Grad ist ein bisschen frisch. Bevor ich jetzt hier verkünde, sage ich als erstes, wir haben Ferien. Ja, ich freue mich. Morgens dieser Stress nicht mehr, sondern ganz in Ruhe. Naja, ob das immer in Ruhe ist mit den zankenden Kindern hin und wieder,
weiß ich nicht. Aber diesen Druck nicht so, komm, wir müssen ab ins Auto zur Schule, das fällt weg. Ja, heute Morgen, nachdem ich die Kinder weggebracht habe, bin ich dann nach Hus gekommen, habe dann hier aufgeräumt, alles schön bis auf Saugen. Habe ich alles aufgeräumt, dann habe ich noch an einer Karte gebastelt, die ich für nächste Woche brauche. Dann habe ich mein erstes Kind abgeholt, und zwar den Lenny, der hatte heute nur 3 Schulstunden, genau. Dann hat er sein Zeugnis gekriegt und ich muss sagen, wir haben 2 Streber hier zu Hause, also wir sind mega, mega, mega stolz. Der hat teilweise Noten in den Fächern mitgebracht, da hätten wir nie mit gerechnet. Also, ja, was ist bei mir wieder passiert? Wer mich kennt, weiß Bescheid. Steffi hat wieder Rotz und Wasser geheult. Einfach, ja, weil man stolz auf die Kinder ist. Ne? Ich meine, auch wenn das nicht so ausgesehen hätte, das Zeugnis, man ist immer, also ich rede jetzt von mir, ich bin immer stolz auf meine Kinder, auch wenn sie mich manchmal zur Weißglut bringen, aber ja, ich denke, da ist jeder eigentlich stolz auf seine Kinder, egal wie was aussieht. Ja, auf jeden Fall sind wir dann, nachdem die Tränen getrocknet waren, sind wir dann zur Schule von der Emma. Da war Verabschiedung, da hatten wir dann noch bei der Verabschiedung von der Klasse, die da gerade dran war. Ist der Sohn meiner Bekannten drin gewesen. Da haben wir da noch zugeguckt. Ja, und dann hat der Lenny dann seine alten Grundschullehrer wieder gesehen. Die haben sich alle riesig gefreut. Und ja, da musste er natürlich auch stolz ein Zeugnis zeigen. Und ja, die Klassenlehrer aus der Klasse 2, die hat sogar geweint, weil sie sich gefreut hat, den wiederzusehen. Und eben die Noten und auch sein letzter Klassenlehrer, der war mega stolz. Und auch die Rektorin war sehr stolz auf ihn. Ja, das macht mein Sohn natürlich und wie jedes Kind natürlich 5 Köpfe größer. Dann flossen auch bei den Kindern die Tränen, also bei meiner Kleinen. Ja, weil jetzt die Trennung bevorsteht, 6 Wochen Ferien und ja, das ist so, ne, bei den Kleinen. Ich muss noch damals dran denken, meine Schwester, werde ich nie vergessen. Wir sind ja fast, sind wir 7 oder 8 Jahre auseinander, naja, um den Dreh. Die ist in der ersten Klasse gekommen, ihre ersten Sommerferien, das werde ich nie vergessen, die hat den Lehrer nicht nach Hause gehen lassen. Der saß gefühlt um 17 Uhr immer noch in der Schule. Die hat so Rotz und Wasser geheult. Ich habe mich gefreut, Ferien, Gott sei Dank. Und meine Schwester hing dem Lehrer am Rockzipfel, wollte ich gerade schon sagen, ja, im Arm und wollte ihn nicht gehen lassen. Weil die fand die Schule so schön, hat sich dann mit den Jahren irgendwann geändert. Ich durfte doch wohl sagen, oder? Ja, die wollte nicht in die Ferien gehen, konnte ich nicht verstehen. Ja, aber so ist jeder anders, ne? Die einen sagen, Gott sei Dank, auch schon in der Klasse 1. Ja, und die anderen sind dann eben so, ne? Genau. Ja, jetzt sind wir hier, jetzt werde ich erstmal Mittagessen machen, erstmal alles so verdauen. Und ja, ich gucke erstmal. Ich denke mal, es wird gehacktes mit Zucchini aus dem Garten geben und Reis dabei. Ja, so wird das sein. Ja, dann hat der Junge heute noch Training. Also, dann läuft alles ganz normal weiter. Und wir haben Sonnenschein, 23 Grad, zwischendurch auch bewölkt. Aber schön. Schöner als die letzten Tage, auf jeden Fall. Genau, und jetzt werde ich loslegen. Guckt mal, eine Baby-Brombeere. Ist die nicht zuckersüß? Eine einzige an dem Strauch. Wir haben heute tatsächlich noch wunderschönes Wetter bekommen. Und das heißt für mich jetzt, den Rasen freimachen, also habe ich schon. Dann wird hier Wiese gemäht. Genau, damit das wieder schön aussieht. Da, das sieht doch schon viel besser aus. Wieder schön geschnitten. Genau. Emma ist im Pool. Lenny ist Fußball spielen, so gehört sich das. Jeder ist beschäftigt. Jo, Mutter macht ihr Haushalt, ne? Waschen und so weiter und so fort. Guten Morgen, wir haben heute Samstag, den 3. Juli, morgens um 8 Uhr. Wir haben schon knapp 20 Grad, es ist richtig schön.
Ja, so kann ein Tag starten. Schön angenehm. Sonnenschein. Die Wäsche steht da rechts. Die habe ich nicht vergessen reinzuholen. Ja, die werde ich jetzt schön in der Sonne positionieren. Und dann wird sie trocknen. Genau, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören und sehen uns später. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber der Pool qualmt. Nicht viel, aber er qualmt. Als wenn das Wasser 70 Grad wäre. Ich habe gerade angefangen, die Wäsche abzunehmen. Und dann habe ich sie hier gefunden. Oder was das auch mal wieder ist. Udo, lass es sein. Ich habe mir dieses Kleid mitbestellt. Es regnet, ich muss reinhauen. Ja, und bin dann hier draußen Wäsche am Abnehmen. Und dann kam Udoline hier von hinten und ja, hat seine Vorlieben. Zeigt jetzt hier seine Vorlieben. Hör auf! Ich habe eine Meerjungfrau jetzt bei mir wohnen. Ich bin gespannt. Emma hat sich eine Flosse zum Geburtstag, ja, wie sagt man, geholt, gewünscht, wie auch immer, von dem Geld. Ja, und wenn jetzt morgen mal schönes Wetter ist, dann möchte sie die mal austesten. Dann bin ich mal gespannt, ob sie ja, das hinkriegt, ohne zu ertrinken. Jetzt wird hier schon geübt. Ist gar nicht so einfach. Aber es wird. Der Pool sieht in der Kamera hier total grün aus, ist aber gar nicht. Ja, hier waren wir gerade. Und ich weiß nicht, ob man sehen kann. Also die erste Knospe von der Seerose kommt. Und da unten, da ist wohl die zweite. Freue ich mich sehr drüber. Und diese Pflanze kriegt wohl eine Blüte. Da freue ich mich richtig drüber. Ja, und der Teich kriegt erstmal Wasser. Meine Lilien, die wachsen auch. Und ich sehe, ich muss meinen Akku laden. Die kriegen auch Blüten. Genau, genau. Ja, Schildkröten sind jetzt auch gerade bewässert worden. Und ja, jetzt sitzen wir noch ein bisschen draußen. So, jetzt erzähle ich die ganze Chose nochmal, denn man sollte auch aufnehmen, ne? Wir haben 8:45. Emma ist im Pool, die übt noch mit ihrer Schwimmflosse. Der Udo ist mit der Klobürste im Gartenteich. Der versucht, Algen zu entfernen mit einer neuen Klobürste. Die alte wollten wir da jetzt nicht wirklich reinstecken. Ja, der Tag, der neigt sich so langsam dem Ende. Ich bin hundemüde vom Nichtstun. Ja, wir haben heute Morgen hier ein bisschen aufgeräumt, die Kinder und ich. Ich habe noch 3 Maschinen Handtücher gewaschen und die auch noch alle rausgehangen. Und auch die Wäscheständer, die draußen standen über Nacht, ist alles trocken geworden, Gott sei Dank. Ja, wir haben hier aufgeräumt, Tisch gedeckt und alles. Udo war in der Zeit ja einkaufen. Dann haben wir zusammen gefrühstückt und das war heute übrigens ein bisschen später als sonst. Ja, dann haben wir uns kurz danach, nachdem wir alles weggeräumt haben, fertig gemacht. Der Lenny hat sich in seine Fußballkluft geworfen und dann sind wir dann los gegen 11:30 bei 41 Grad in der Sonne. Mhm. Die Kinder haben dann nochmal schön Fußball gespielt gegen die Eltern und Trainer und also die Eltern, die da Bock zu hatten. Ich natürlich nicht. ja. Ihr wisst ja, einen Schritt gelaufen, dann war das schon. Nee, die Kinder sollten ja auch Spaß haben. Aber hätten sie ja dann vielleicht gehabt, ne? Naja, auf jeden Fall waren genug da. Udo hat sich um den Grill gekümmert, denn wir haben mit allem Mann gegrillt. Und das war wirklich richtig schön. Ich glaube, 6:15 oder so waren wir zu Hause. Ja, der Tag, der war riesig. Der war echt schön. Die Kinder, die hatten Spaß, die kamen nur zum Trinken und Eis essen und ja, irgendwann dann zum Essen. Aber die waren nur auf Jörg. Ja, und so konnte man sich dann auch schön unterhalten und den Kindern dann zugucken und ja, war mal richtig toll.
Ja, als wir dann zu Hause waren, haben Udo und ich hätte Wäsche abgenommen. Da habt ihr ja gesehen, er hat sein schönes Kleidchen angehabt. Der hat mein Kleid angehabt. Der hätte bei Lidl bestellt online und ja, ich denke, komm, bestellst du mal ein Kleid mit für hier im Garten. Ja, und dann meine Meerjungfrau kam gerade raus. Aber pass auf, es ist glatt, ne? Ja, mit nasse Füßen. Alles gut, Udo? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt den Freischwimmer im Garten. Ich mach keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja, als wir dann hier waren, jetzt muss ich, Lidl, genau. Ja, und dann habe ich mir ein Kleid für den Garten mitbestellt. Ja, und habe hier die Wäsche abgenommen. Ich denke, wo bleibt der denn? Weil er hätte ja mitgeholfen. Ja, und dann kam er wieder und hat mein Kleid angehabt und meine Sonnenbrille. Ah ja, beim Friseur war der Herr heute Morgen auch. Er sieht wieder aus wie ein Mensch. Und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen vor den Karten gespielt. Dem Hund die Krallen geschnitten und jetzt sitzen wir hier. Ich bin müde, ich könnte schlafen, als wenn ich gerannt wäre. Da seht ihr mal, das nichts tun macht auch ganz schön müde, ne? Ja, aber das Wichtigste ist, die Kinder hatten Spaß und das ist der Hauptsache. Wir natürlich auch. War mal schön, wieder mit anderen Leuten zu reden. Joa. Genau. So war heute unser Tag. Also nicht wirklich viel gemacht, aber trotzdem war es schön hier gewesen. So, und jetzt werden wir hier noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen und hoffentlich schnell schlafen gehen. Ich meine, gut, wenn ich jetzt im Bett gehen würde, wäre ich dann in ein paar Stunden wieder wach. Also muss ich da noch durch. Genau. Ich löse mich auf. Aua. So, das war es gewesen von uns und ich sage einfach mal bis morgen. Guten Morgen, wir haben heute Sonntag, den 4.7. morgens um kurz nach 9. Wir haben 23 Grad und keine Sonne oder so, doch da oben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören und sehen uns später wieder. Ich habe euch vor einer Viertelstunde einen Himmel gezeigt, der voller Wolken war. So sieht es jetzt aus. Da schiebt sich die Wolke gerade raus. Da steht der Herr und gibt unserem Bachlauf Frischwasser. Denn der hatte ein bisschen Durst gehabt. Mein Rotkehlchen ist am Baden. Der Udo ist wie immer fleißig. Der streicht jetzt gerade hier die Hauswand. Was für ein Unterschied. Vorher dachte man schon, es wäre weiß, aber dem ist nicht so. Genau, und hier ist er schon fertig. Sieht richtig schick aus. Ja, da unten brauchen wir es ja nicht machen. Dann kommt die Terrasse vor. Das sieht schön aus. Ich war natürlich auch fleißig. Ich habe den Schildkröten hier Futter gejagt. Habe den ein paar Pflänzchen abgemacht. Habe Wäsche gewaschen und aufgehangen. Und an einer Hochzeitskarte gebastelt. Die zeige ich euch allerdings erst im nächsten Vlog. Genau, weil die Hochzeit erst ist. Die kommt erst noch. Und man weiß ja nie. Was bedeutet dies? Und was bedeutet dies? Da ist Gewitter drin. Udo hat natürlich die beste Laune jetzt, weil er noch nicht so weit ist mit dem Streichen. Aber gut. So ist das. Kannst du mir mal bitte die Zange geben? Ja. Guck mal, da wird ein Baby gefüttert. Ein Babyspätzchen. Wie süß. Das liebe ich ja, ne? Zu sehen, dass die bei uns fressen kommen und groß werden. Und lernen. So muss das sein.
Da kommt gar nicht so rüber, wie, ja, wie es wirklich ist. Also da ist richtig, man kann kaum was erkennen zum Nachbarn hin. Ja, es ist jetzt schön am Regnen, wie ihr seht. Gewitter im Hintergrund. Also Blumenblau brauche ich euch definitiv nicht gießen. So, wir haben 8:45 und ja, ich bin schon länger wieder zu Hause. Ich glaube seit 8:20 oder so, genau. Ja, heute Nachmittag hat es ja ordentlich geschüttet. So doll, dass unsere Regenrinnen vorne das überhaupt gar nicht mehr geschafft haben abzulaufen. Und soweit ist aber alles gut gegangen. Ja, dann waren Mama und ich noch zur Oma gefahren und ja, anschließend hier zu Hause haben wir dann noch Abendbrot gegessen und jetzt gucken wir noch mit allem an Fernsehen. Genau, und das war dann heute auch schon wieder gewesen und ich wollte jetzt einfach den Vlog beenden, euch noch einen schönen Restsonntag wünschen und ja, bis zum nächsten Mal sagen. Genau, bis dann, bleibt gesund.